Der Professor ist eigenen Angaben zufolge einer der letzten Universalgelehrten überhaupt. Entsprechend vielseitig fällt seine Vorlesung für den Fränkischen Theatersommer aus. Angst haben vor einem Algebra-Test, dass wir noch bessere Affen sind. Natürlich will er seine neueste und wohl auch letzte bahnbrechende Erkenntnis an den Mann und die Frau bringen, stolpert dabei aber vorher über seine eigene Zerstreutheit. Den Ozean und hören Sie auf den Gesang der Wale. Aber Genies wie Mozart konnten Sie das spüren, konnten Sie umsetzen in Kompositionen von universeller Bedeutung. Er spannt einen Bogen zwischen Mathematik und Theaterwissenschaften und bringt dabei geschichtliche Hintergründe mit ins Spiel. Weil das der Ort ist, wo man verdammt nochmal seine Ruhe hat. Felsenschwalben und Fledermäuse. Frühreife Dattelwelpen, Hecken aufgeregt, wenn sie Wien und Mozart fliegen. Der Mensch ist zu faul für 6 Minuten Tanz. Lieber verhüllt er sein Weib oder sperrt es ein. Mathematik hat ein Gegenstück. Mathe ist für den Kopf. Das Theater ist für das menschliche Herz. Frauen war die Darstellung auf der Bühne verboten. Sehen wir nicht alle Hamlet in seiner Qual? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Wenn Sie im Theater sitzen und die Spucke regnet auf Sie nieder, klagen Sie nicht, frohlocken Sie! Am Ende philosophiert der Professor mit einem Waschbären und untermauert damit Einsteins Ausspruch. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Der Geruch, der von den Seiten eines neuen Buches aufsteigt. Selbst die Klebekinder, die Nobelhotels und Privatjets mit Farbe besprühen, um das Weltklima zu retten, finden ihren Platz in dieser außergewöhnlichen Vorlesung. Unsere Jugend wird immer dünner! Das nennt man Unfall. Nein, das nennt man Physik. Nicht einmal Ratten sind so dumm.